Was ist der Unterschied zwischen einem deutschen Patentanwalt, einem europäischen Patentanwalt und einem Patentingenieur? Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei Freischirm und Partner und ich veröffentliche jeden Donnerstag ein neues Video rund um Patente, Marken und Designs. In diesem Video erkläre ich genau den Unterschied zwischen einem deutschen Patentanwalt, einem europäischen Patentanwalt und einem Patentingenieur. In diesem Video erkläre ich auch genau, welche Ausbildung man absolvieren muss, um sich mit diesen Titeln zu schmücken. Warum geht man eigentlich üblicherweise nicht zum Patentingenieur, um sich mit einer Patentanmeldung beim DPMA helfen zu lassen? Ein deutscher Patentanwalt muss zunächst einmal ein Hochschulstudium entweder in einer Naturwissenschaft oder einer Ingenieurwissenschaft abgelegt haben. Dann muss er eine 2- bis 3-jährige Ausbildung bei einem deutschen zugelassenen Patentanwalt absolvieren. Parallel muss er ein Fernstudium an der Fernuni Hagen, was speziell für Patentanwälte eingerichtet wurde, absolvieren. Und dann muss er nochmal 10 Monate am Deutschen Patent- und Markenamt und am Bundespatentgericht kostenfrei eine Ausbildung absolvieren. Ein ausführliches Video habe ich unter diesem Video in der Beschreibung zu diesem Video verlinkt. Der deutsche Patentanwalt hat den Vorteil, dass er sich dann mit einer Kanzlei im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland niederlassen darf. Ein europäischer Patentanwalt, European Patent Attorney, heißt eigentlich genau genommen zugelassener Vertreter beim Europäischen Patentamt. Wie wird man nun ein solcher zugelassener Vertreter? Ein zugelassener Vertreter beim Europäischen Patentamt wird man, wenn man zunächst einmal einen Bachelor in einer Naturwissenschaft oder einer Ingenieurwissenschaft mindestens abgelegt hat. Das kann natürlich auch Master oder Diplom oder Promotion gewesen sein. Es muss eben ein Studienabschluss sein. Dann muss man 3 Jahre lang Ausbildung bei einem zugelassenen Vertreter gemacht haben und dann muss man sich einfach zur Prüfung anmelden und diese Prüfung bestehen. Diese Prüfung ist relativ schwer, da fallen immer etwa 3/4 der Bewerber durch. Man kann die Prüfung einmal im Jahr wiederholen. Allerdings verbessert sich bei der Wiederholung in der Regel nicht die Erfolgsquote, sondern verschlechtert sich in der Regel, da eben die Leute, die diese Prüfung machen, schon im Beruf sind und sich dann wahrscheinlich nicht mehr so konzentriert auf die Prüfung vorbereiten können. Der zugelassene Vertreter darf im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland keine Kanzlei ohne die zusätzliche Qualifikation als deutscher Patentanwalt eröffnen. Ein Patentingenieur braucht im Prinzip gar keine Zulassung. Patentingenieure sind üblicherweise angestellt entweder in Industriepatentabteilung oder in Patentanwaltskanzleien und arbeiten Patentanwälten zu. Es gibt aber auch Patentingenieurbüros und da ist die Gratwanderung relativ schmal, ob das unerlaubte Rechtsberatung ist oder nicht. Der Bundesgerichtshof hat gerade in 2016 eine Entscheidung getroffen, wo ein Patentingenieur selbstständig Schutzrechte angemeldet hatte und das eben als unzulässige Rechtsberatung angesehen worden war. Es gibt aber mittlerweile auch einige Studiengänge, die zum Abschluss des Patentingenieurs führen und sicher hilfreich für diejenigen sind, die eben den Beruf des Patentingenieurs ausüben oder ausüben wollen. Ich hoffe, dass ich in diesem Video erklären konnte, was der Unterschied zwischen dem deutschen Patentanwalt, dem zugelassenen Vertreter beim Europäischen Patentamt und dem Patentingenieur ist. Wenn Sie neu in meinem Kanal sind und mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollen, dann abonnieren Sie doch meinen Kanal. Fragen und Kommentare beantworte ich unter diesem Video und das Wichtigste zum Schluss, schützen Sie Ihr geistiges Eigentum und ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.